Moin Leute, es ist eigentlich mitten am Morgen. Normalerweise würde ich jetzt heulen auf dem Weg zur Schule, weil es wieder losgeht, aber irgendwie hat mich heute Morgen die Lust gepackt. Ich habe einfach richtig Bock auf Videos machen zurzeit. Und ja, deswegen gibt es einfach mal schon so früh ein Video. Ich habe mir schon überlegt, über was ich reden könnte. Und zwar bin ich gerade so beim Nachdenken, ob ich meine Simson vielleicht umlackieren sollte. Ich würde vielleicht einen neuen vorderen Kotflügel kaufen. Ich denke schon länger daran, die umzulackieren, weil der Lack hier jetzt eigentlich schon wirklich sehr kaputt ist. Ich habe hier so einen fetten Kratzer, seitdem ich die gekauft habe. Nee, ist kein Kratzer, das ist ein Riss von der Farbe. Den habe ich schon seitdem ich die gekauft habe. Als ich die gekauft habe, war da so ein fetter Aufkleber drauf. Aber das stört mich langsam wirklich. Dann blättert teilweise immer da und dort. Die schätzt schon die Farbe ab, das nervt mich auch schon. Ja, das... Also die blättert nicht ab, aber... Da weißt du halt, da ist mal ein Stoß drauf gekommen und deswegen. Und deswegen geht die da jetzt ab. Ich habe hier zum Beispiel eine Beule drin, die wahrscheinlich mal zugespachtelt wurde oder so. Die ist hier. Und naja, vor allem da bemerkt man, dass es halt langsam abgeht. Ich bin mir ehrlich gesagt noch total unschlüssig, welche Farbe das sein werden könnte. Ich hätte sehr, sehr gerne eine Originalfarbe. Naja, also würde ich die Simson etwas, versuchen, ein bisschen originaler zu machen. Anders würde ich sie jedoch motortechnisch machen. Wenn ich sie behalte, habe ich jetzt schon länger drüber nachgedacht, habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht mal 200 Euro oder so ein bisschen in Tuning ausgebe, damit die Karre auch mal eine 90 schafft. Mir gefällt das jetzt nicht so, wenn das äußerlich auch nach Tuning aussieht. Ich mag das, wenn das alles so ein bisschen verdeckt ist. Ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich heute noch ein Video. Wir haben nämlich heute zwei Freistunden. Und kann sein, dass da noch was kommt. Ja. Und da hätte ich auch schon ein Thema, worüber ich reden könnte. Und zwar, was mich auch sehr, sehr glücklich macht. Jo, Leute. Hier bin ich wieder. Die Schule ist vorbei. Ja, heute war eigentlich echt geil. Ziemlich viel passiert. Die Fächer waren jetzt nicht besonders anstrengend. Ja gut, Chemie war mit dabei. Aber ansonsten gab es eigentlich keine Probleme. Wir hatten zwischendurch mal zwei Freistunden Deutschauswahl. Das war eigentlich echt chillig. Ja, und als ich in der Freistunde Langeweile hatte, bin ich mit ein paar Klassenkameraden zu McDonald's gefahren. Der eine mit einer NZ 125 SM, also das Motorrad, was ich mir vielleicht auch holen werde. Und der andere mit einer MT. Mit einer 125er MT. Und so schlau wie ich da war, habe ich auch gleich die mal gefragt, ob ich von diesen beiden Motorrädern eine Tonaufnahme machen kann. Und, keine Ahnung, ich glaube, das werde ich jetzt einfach mal einspielen. Aber die erste Tonaufnahme, ich glaube, die erste Tonaufnahme, die ich gemacht habe, war von der MZ. Also als erstes wird jetzt einfach mal die MZ kommen. Okay. Halt auf! Der hat jedoch jetzt nicht den Originalauspuff. Ja, und die MT ist einfach nur Original. Kann ich ja gleich mal einspielen. Heute ist einfach so ein geiler Tag. Ich freue mich vor allem auch so, weil ich seit kurzem ein neues Video für diesen Kanal hier in Planung habe. Und zwar
Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird, auf jeden Fall wird es ein neues Intro geben, was etwas auf, ja, was ein bisschen aufwendiger produziert wird, sag ich jetzt mal. Und es wird noch ein anderes Video geben, was, worauf ich mich auch wirklich schon freue, wo wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Asphaltiger, sag ich jetzt mal, beteiligt sind, noch ein paar Kumpels von mir, die dann auch mit ihren Mopeds und vielleicht auch ein paar Motorrädern dann zu uns kommen und dann mit ins Intro und beziehungsweise auch ins neuere Video kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wann das jetzt stattfinden wird, der Dreh für das neue Video. Das wird auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger und nicht mit dieser GoPro gedreht, das ist klar. Ja, gut, aber mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten, weil ich das eigentlich auch gar nicht brauche. Oh, da sind Simpsons. Jo, Alter, fahr einfach total lahm. Ich will noch zu den Simpsons da, ey. Jo, haut einfach ab. Läuft bei euch. Jo, worüber wollte ich reden? Also ich habe über den Dreh von einem neuen Video geredet. Ein Video, was etwas aufwendiger wird. Ja, und darauf freue ich mich eigentlich schon extrem. Dann wird auch auf jeden Fall nochmal ein Enduro-Video rauskommen. Mit meinem alten Schulkumpel. Jo, ich weiß, was der macht. Der fährt langsam, damit er mich dann wieder überholen kann. Ich glaube, er hat einen Tuning-Zylinder drauf. Und will, dass ich überhole. Dass er mich dann wieder überholen kann. Respekt. Aber das brauche ich gar nicht. Ich werde jetzt nicht mit 3 km/h überholen, damit er mich dann wieder überholt. Mit, keine Ahnung, wahrscheinlich einem 60 Kubiker, wie der hier gerade davon sieht. Ja, ich glaube, der hat einen 60 Kubiker. Der entfernt sich langsam mit Vollgas. Auf jeden Fall, der hat einen größeren Zylinder drauf. Denn ich habe noch meinen Originalzylinder drauf. 50 Kubik. Und bin jetzt nicht langsam, muss ich sagen. Also auf eine 65 komme ich schon, also bergab auch mal eine 70, also. Und so wie der mich hier gerade auf Volllast abzieht, hat der einen 60er drauf, denke ich mal. Auf jeden Fall. Oh. Jo, ich sehe jetzt keinen Grund hier zu überholen, am Ende werde ich nur umgenietet von irgendjemand, der mir entgegenkommt. Auf jeden Fall blinkt er, das bedeutet, ich brauche keinen Schiss haben. Also, oh Gott, nein, jetzt kommt da noch ein Auto. Okay, vielleicht. Ja, und in dem Sinne muss ich jetzt auch schon wieder sagen, da ich jetzt im Prinzip wirklich alle Themen in krassem Tempo abgearbeitet habe, muss ich jetzt im Prinzip schon wieder sagen, ciao, bis nächste Woche. Ich freue mich schon auf den nächsten Moto-Vlog. Ich freue mich vor allem schon aufs nächste Video. Denkt dran, bald kommt ein geiles Video raus. Oh, die schließe ich nicht ab. Die brauche ich 100%ig heute nochmal. Ist irgendwer da? Was? An welchen See? An Markleberger, Alter. Alter, nee. Ja gut, meinetwegen. Nee, ich habe eigentlich auch Bock auf See. Gehört der Kanal Abfallgegner. Die Abonnenten, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht schon ein paar Monate den Kanal verfolgen, die, ja, werden...